So, dann hätten wir das abgeschlossen und jetzt geht es weiter. Ich würde sagen, einmal hier nach oben und ja, jetzt wird es sehr interessant, wie wir in das Gebiet hier reinkommen. Es gibt ungefähr, ja, es gibt eigentlich vier Zugänge dazu. Und jeder scheint mir eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu haben, dass es funktioniert. Wir könnten zur Station der Königin gehen, dafür müsste ich aber wirklich hier bis ins entfernte Dorf durchlaufen. Das ist, glaube ich, doch angenehmer, hier einfach den Weg nach oben zu verfolgen. Dann können wir auch gleich gucken, ob wir da in einer Ecke irgendwas finden sollten. Warte mal, ist das hier überhaupt? Ne, wir gehen hier nämlich wieder genau in die falsche Richtung. Aber wir kommen ja auch gar nicht mehr hoch, ne? Das war so das Problem. Shit. Ne, da kommen wir nicht mehr hoch. Wir müssen nach außen rum gehen. Oh, ist das dämlich. Dann gehen wir eben außen rum. Da müssen wir eben das ganze Tiefnest mehr oder weniger nochmal sehen. Aber ja, krass. Haben wir, aber wie gesagt, ich meine, wir hätten den Hollow Knight auch vorher schon gesehen gehabt. Also vielleicht hätte man das einfach nur ein bisschen besser verfolgen müssen, was da abgegangen ist. Und dann hätte man das auch finden können. Nur damals habe ich halt einfach nicht das Auge dafür gehabt. Nicht so richtig. So, irgendwas verfolgt mich hier. Aber es ist halt in einem Gebiet, was dunkel ist, wo die drei Spinnen ohnehin die ganze Zeit hinterherlaufen, noch zu erkennen. Welcher Gegner eventuell noch feindselig sein könnte und welcher nicht, ist für mich nahezu unmöglich aktuell. Also nehmt es mir nicht übel, wenn wir da ein bisschen in den Gegner reinlaufen. Aber es sieht ganz gut aus. Wir haben uns schon ganz gut nach oben durchgekämpft. Auch wenn der Weg jetzt hier scheinbar recht langwierig ist. Keine Ahnung. Nee. Hier hoch. Irgendwie ja? Nee? Hier. Aha. Dunkle Gebiete sind uncool. Aber wir können zur Bank gehen. Das wäre erstmal wichtig. Ja. Sieht hier fast so aus, als bräuchte man einen Doppelsprung an einigen Stellen. Aber wir haben das Tiefnest, glaube ich, gemacht, bevor wir Doppelsprünge hatten. Also komplett bevor. Die Gegner sehen ziemlich creepy aus. Ich kann mich nicht dran entsinnen, dass wir gegen die schon mal gekämpft. Ah, doch, mehr oder weniger kann ich mich entsinnen, ja. So, und jetzt hätte ich hier eigentlich gar nicht reingemusst, aber es ist nett, bei der Bank halt zu machen. Weil falls das Spiel wieder abstürzt, wir kennen das, ist es eine ganz gute Idee, doch einen gewissen Fortschritt noch irgendwie auf seiner Seite zu haben. So, jetzt wird's uncool. Weiter nach rechts oder nach oben? Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach rechts und gucken mal, ob es da weiter nach oben geht. Hier, das sollte ja so ein riesiger Raum sein, genau, wo man eventuell noch weiter nach oben gehen kann. Hier zum Beispiel. Ne, noch ein Stückchen weiter nach rechts und dann nach oben irgendwie. Oh mein Gott. Vergessen, wie genau die funktionieren. Aber das Gute ist, dass die meisten Gegner eh nur noch einen Schlag aushalten, deshalb ist das völlig wurscht. Einmal dadurch. Ich meine, wir könnten mit dem Schattenumhang auch einfach durch die durchdashen, bräuchten gar keine Sorgen zu haben. Du. Sind die nicht nochmal wiederbelebt worden? Oder sind die jetzt so hart getroffen von den Attacken, die wir machen, dass sie gar nicht mehr zum Leben kommen? Ja, hier müsste jetzt irgendwo nach oben gehen oder hier in die Wand rein. Wie gesagt, das ist reine Spekulation. Es kann genauso sein, dass es vom anderen Gebiet aus da weitergeht. Hier vielleicht, ha? Huh? Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Das sieht schon. Aha! Nee. Das war wieder so ein Hintergrundding. Ich hasse das. Da schon wieder. So ein Mist. Aber hier oben sieht es so aus, als müsste man doch noch hin können. Ansonsten wäre der Raum anders aufgebaut. Nee, da komme ich nicht weiter. Die Würmer verschwinden im Nirgendwo. Und hier unten vermute ich jetzt einfach auch nichts, auch wenn meine Spinnen da wie wild tanzen, aber sieht nicht so aus, als ging es da weiter. Hier oben? Nee, wie gesagt, da müsste es hier irgendwo reingehen, also. Sieht so ein bisschen nach Rückweg aus, finde ich. Also könnte sein, dass wir dann da hier rechts rauskommen und dann hier wieder so einen Balken bekommen, der uns ermöglicht, hier wieder zurückzukommen.
Also für den Moment würde ich sagen, hier eventuell nicht. Dann ist die Frage, gehen wir nach rechts weiter und umrunden das hier einmal? Könnten wir eigentlich machen. Obwohl. Eigentlich wäre es am schnellsten, erst nach links und dann oben zu gehen. Dann machen wir das als erstes. Das war richtig dämlich, aber gut. Okay. Sorry, Leute. Aber ich könnte schwören, die wären wiederbelebt worden nach einer gewissen Zeit. Irgendwie ist das nicht mehr so wie in meinem Gedächtnis. Moment, wieso kommt man... Ah, da sind... Nee, stimmt, die kamen immer wieder neu. Oder so. Irgendwie sowas gab's da. Aha. Nee. Okay. Müssen wir wirklich nochmal den ganzen Weg außen rum? Ich glaube es fast. Genau, hier lang und dann eventuell hier noch. Hier waren wir auch noch nicht. Hier ist auch noch ein bisschen Geo am rumliegen. Okay. Ich kann verstehen, warum wir... Nee, hier. Hä? Moment, hier waren wir doch gerade. Auf der Karte werden wir es nicht sehen. Das ist richtig. Aha, hier. Warum bin ich hier eben nicht lang gegangen? Nee, Moment. Wie kommen wir hier nach links? Wo waren wir da eben? Hier. Hä? Warum habe ich das eben nicht gefunden? Ich bin maßlos verwirrt gerade. Und das war die Grube des Todes. Das war der Käfer des Todes, der aus irgendeinem Grund nicht uns hier begleiten möchte. Das hier sah übrigens schon wieder so aus, als gäbe es da oben ein Secret, aber es war wieder nur, weil der Hintergrund gemeint hat, sich irgendwie hervortun zu müssen. So, da sind wieder Gegner. So ein Gebiet schon echt mies, muss man sagen. Gerade wenn man das recht früh angeht, dass man hier einfach Gegner hat, die an random Stellen mehr oder weniger spawnen. Und dann auch noch relativ dunkel hier alles ist. Also, ich verstehe, warum man das Tiefnest eigentlich erst später angehen sollte. Und hier gehen wir einfach mal durch, wollte ich sagen. Aber da hat uns wieder jemand den Weg zugebaut. Hey, ja. Nee. Zu viele Gegner, hallo? Was geht denn hier ab? Ah, hier kommt man hoch. Sehr gut. Das ist, glaube ich, ein Cheaterweg. Den soll man, glaube ich, eigentlich nicht gehen, aber... Darum kümmere ich mich an der Stelle einfach mal nicht. So, und hier müsste es jetzt eventuell nach rechts gehen. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, wollte ich sagen, aber hier geht's nach rechts. Sehr gut, okay, dann haben wir das Rätsel mehr oder weniger gelüftet, denke ich. Aha. Hi. Ah ja, du bist noch ein Mimik, okay. Dann sind es die Mimics eventuell im Kriechnest. Im Tiefnest, das könnte sein. Du bist der Richtige. Nee, du bist auch eine Mimik. Ja, du bist auch eine Mimik. Hallo. Du bist eine Mimik. Nee, du bist die Richtige. Und du bist nochmal eine Mimik. Ja, du bist nochmal eine Mimik. Oh mein Gott. Zumindest haben wir jetzt alle von denen auch mal geklatscht. Und das war's hier schon, glaube ich. Ich sehe zumindest nicht, dass man hier noch ein bisschen mehr abstauben sollte. Nicht wirklich. Es bröckelt nichts. Scheint keinen anderen Eingang zu geben. Aber das ist schon ein relativ krasses Versteck gewesen, finde ich. Weil da jetzt... Also ohne die Karte da jetzt nachzugucken... Ich wüsste nicht wie. Ich wüsste nicht warum. Das scheint mir relativ utopisch zu sein, zu glauben, dass man da... hingucken würde. Da kommen wir nicht hoch. Sag nicht, wir können hier nicht weiter. Das wäre richtig asozial. Aber eigentlich müssten wir... Ja, hier kommen wir hoch. Yes, und damit sind wir raus aus dem Tiefnest. Sehr schön. So, und jetzt wieder ein bisschen in angenehmere Gebiete. Und zwar gibt es hier oben das Lehrarchiv, wo es noch eine
Raupe geben sollte. Und hier die königlichen Wasserwege. Ja, die werden wir nach und nach machen, denke ich. Ansonsten haben wir fast alles, ne? Was krass ist. Also ich meine, hier am Anfang, okay, im Anfangsgebiet, da kann man sich vorstellen, da waren wir halt ewig nicht, ne? Dass es dann noch was gibt, ist mehr oder weniger absehbar. Das bei den königlichen Wasserwegen holen wir als letztes nämlich an, weil es halt gerade nicht so in den Rundweg passt. Aber jetzt können wir eigentlich über die Station der Königin. Können wir hier weitermachen. Sehr schön. Cool. Ja, hier wollte ich nicht lang. Auch da kann ich mich nicht so mehr so ganz dran erinnern, wie lange ist es her, dass wir in der Pilzöde waren. Das ist schon echt krass. Ich meine, wir hatten das schon mal irgendwann, wo wir so einen Teil der Pilzöde gesehen haben, weil wir da noch in den Garten der Königin gegangen sind. Daran kann ich mich entsinnen. Aber ansonsten ist es schon echt lange her. Und ich meine, guckt euch das an. Die ganzen Gegner sind One-Hit. Also mehr oder weniger überhaupt kein Problem mehr. Genau. Na, was wollte ich noch ansprechen? Aus der Sendung, die ich gesehen habe, ist die Tatsache. Genau. Also einerseits würde es vielleicht schon darauf hinauslaufen, dass Unternehmen in Zukunft mal ein bisschen breiter streuen, was ihre Zulieferer angeht. Vielleicht auch, was ihre Kunden angeht, dass dieses ganze Spezialisierungsgedöns vielleicht wieder so ein bisschen rückläufig gemacht wird, weil man eben mehr Risiken einkalkuliert in Zukunft und dann auch bereit ist, vielleicht einen höheren Preis zu zahlen. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist es wirklich so, weil gucken wir uns zum Beispiel mal die Bankenkrise an, die hat zwar dazu geführt, dass Banken jetzt gesetzlich dazu verpflichtet sind, Rücklagen zu bilden, aber hätten die das auch gemacht, wenn das Gesetz es ihnen nicht vorgeschrieben hätte? Ich weiß es nicht. Und du kannst halt nicht hergehen und den Unternehmen mittlerweile vorschreiben, was sie zu tun haben. Also wird es wahrscheinlich immer noch so sein, dass viele Unternehmen halt probieren, das auf Gewinn maximierend irgendwie zu machen. Und wenn sie merken, okay, unser Unternehmen geht den Bach runter, dann ja, ist die Insolvenz eben die Folge und nicht, ja, und dann verliert man eben ganz viele Arbeitsplätze. Und das einfach nur aus dem Grund, weil man eben zu gierig drauf war, eben besonders günstig in der Zulieferung zu sein. Das ist halt, ja, ein bisschen traurig, aber ich könnte mir vorstellen, dass das weiterhin so gehandhabt wird. Weil Stabilität für Unternehmen ist zwar keine schlechte Sache, aber nichts, worauf normalerweise Leute sehr viel Wert legen. Und ich glaube, das wird auch nach der Krise nicht unbedingt so sehr anders angesehen werden. Aber schauen wir mal, vielleicht täusche ich mich da auch. Hier irgendwo müsste es jetzt was geben. Hier oben. Aha, nee. Nee? Moment. Ich meine, man hört den ja schon. Aber irgendwie. Vielleicht hier rüber dashen einfach? Das könnte ich mir vorstellen. Aha! Ja, okay. Hätte man eventuell drauf kommen können, wenn man eben das Geräusch hört und dann von der anderen Seite dashen möchte. Aber gut, ja. Weiß nicht, ob man dann auch zuhören kann, von wo das Geräusch genau kommt. Das ist dann die andere Frage. Dann gehen wir, würde ich sagen, nochmal durch die Nebelschlucht zurück zum Grünweg, wo wir auch noch einen Wurm ausstehen haben, offensichtlich. Ist auch nicht verkehrt, sich den noch zu holen. Aber krass, dann sind wir mit den Würmern echt gar nicht so schlecht dabei gewesen. Zumindest so, dass man eben nicht ewige Wege gehen muss, um sich jetzt alle restlichen zu holen. Das ist ja auch schon mal was wert. Ich habe vergessen, dass die Spinnen hier dabei zu haben nicht unbedingt die allerbeste Idee war. Das hier ist, glaube ich, ein falscher Weg, richtig. Ich entsinne mich. So, einfach schnell hier durch. Dann ist mir auch egal, ob die großen Quallen anschlagen oder nicht. Und damit sind wir schon wieder im Grünweg angelangt. Zumindest das ist ein Gebiet, was wir wirklich schon ewig nicht mehr gesehen haben. Da kann man jetzt, glaube ich, mit Recht von reden. Na, wobei, ich meine. Den Abschnitt hier konnte man jetzt auch erst nach Ismas Träne begehen. Und Ismas Träne war auch schon. Zu dem Zeitpunkt hätte ich gesagt Endgame, aber aktuell denke ich jetzt eher wieder Midgame, weil wir jetzt noch so viel gesehen haben. Also Midgame trifft es vielleicht tatsächlich ganz gut. Und von daher doch nicht so lange hier nicht mehr gewesen wie der Pilzöde. Pilzöde war, glaube ich, wirklich nur als Durchgangsgebiet sinnvoll zum Garten der Königin und zum. Na, nicht zum Tiefnest, sondern irgendwo anders noch hin. Aber ich habe vergessen, wohin.
zur Nebelschlucht, genau. Wo wir dann ja den anderen Wächter noch geholt haben. Jetzt bin ich gespannt, ob wir 10.000, wir sind bald an der 10.000er Grenze angelangt. Ob wir die 10.000 noch voll machen. Und vor allen Dingen, ob der Counter dann noch weitergeht. Das wäre so die größere Frage. Ja, okay. Also das hier hätte man sich tatsächlich holen können, nachdem man den Walljump gehabt hat. Das war jetzt nicht so das... Hä, man hätte hier einfach so lang gehen können. Dann brauche ich nicht mal den Walljump, oder? Moment. Ich hab verlernt nochmal zu springen. Nee, man braucht nicht mal den Walljump. Warum habe ich das hier vorher nicht geholt? Komisch, okay. Das war wohl so ein Gebiet, am Anfang einmal da gewesen, danach nie wieder und einfach was übersehen. Offensichtlich. Und dann würde ich sagen... Statten wir vielleicht auch nochmal einen Jägernbesuch ab. Das habe ich schon lange nicht mehr. Einfach mal aus dem Grund, weil es interessant sein wird, was er so sagt. Ich meine, wir haben immer noch relativ viel offen beim Jäger. Das ist auch was, was ich eventuell nicht sammeln werde. Also zumindest auf jeden Fall nicht onscreen. Weil den Jäger onscreen einen Besuch abzustellen... nicht einen Jäger einen Besuch abzustellen. Aber die ganzen Gegner zu suchen onscreen ist halt super langweilig. Aha, dein Journal wird dicker und voller. Nur noch wenige seltene Bestien sind übrig. Suche in allen Winkeln des Königreichs. Vervollständige das Journal. Hol dir deine wohlverdiente Belohnung. Okay, jetzt hat er mich doch getriggert drauf, das nochmal vervollständigen zu wollen. Wie viel fehlt uns denn eigentlich noch im Journal? Das ist eine sehr gute Frage. Den Sammler können wir nebenbei nochmal lesen. Dunkle Gestalt, eingeschlossen im Turm der Liebe, bewahrt Wesen aus Heilandsnest in Gefäßen aus Glas auf und insbesondere auf Larven aus. Ein Schatten, der manchmal durch die Höhlen flitzt und dabei seltsame Geräusche von sich gibt. Ich habe ihn noch nie deutlich gesehen und weiß daher nicht, was er für eine Kreatur sein könnte. Ja, irgendwie stimmt, es ist ja eigentlich nur ein Schatten gewesen die ganze Zeit. Flip, flip, jiha. Oh, uns fehlen nur noch 8. 8 Gegner, das ist natürlich krass. Und die vollständigen, okay, ja, könnte man noch drüber nachdenken. Ansonsten haben wir aber nichts gefunden. Das war der einzige neue Gegner, oder? Haben wir noch einen anderen neuen Gegner gehabt? Wir sind noch einmal gestorben, das weiß ich. Moment, hatten wir noch einen anderen Gegner? Ich weiß es ehrlich nicht mehr. Ist ein bisschen traurig, aber gut. Ist dann halt an der Stelle so. Genau, einmal nach links, oben, dann rechts und dann sind wir auch schon wieder an der vergessenen Wegkreuzung oder in dem Fall an der infizierten Wegkreuzung, die offenbar nicht mehr so ganz vergessen ist, sondern eher infiziert wurde. Eine andere Sache, die ich ganz interessant fand bei der Diskussion, ist so ein bisschen der Historiker, der halt versucht hat, das Ganze so ein bisschen in Kontext zu setzen von, wie sind früher Leute umgegangen mit anderen Pandemien, sowas wie spanische Pest, die am Ende vom Ersten Weltkrieg ja ausgebrochen ist. Und 10.000, wir haben die 10.000. Sehr schön. Das war eine ziemlich interessante Einschätzung, oder halt zumindest ein ziemlich interessanter Vergleich. Moment, die Gegner hier... Okay. Ich wollte zumindest mal ein paar von denen killen, weil ich weiß, dass die uns noch ziemlich fehlen hier im grünen Weg am Ende. Gehen wir am besten auch nochmal auf die Bank hier, bevor da was anbrennt. Genau, jetzt können wir uns nochmal angucken, wie das hier auch wirklich aussieht. Im Tiefnest. Ja, da haben wir einfach nur diesen Seitenweg freigeschaltet, okay. Ich weiß nicht, ob es hier vielleicht noch andere Wege gibt. Ist immer denkbar, ist immer verdächtig, wenn irgendwo, wenn irgendwo noch was offen bleibt, aber gut, wie gesagt, königliche Wasserwege, das eine machen wir noch und jetzt holen wir uns aber erst nochmal die Sachen in der infizierten Wegkreuzung, genau. Genau, also der hat das eben in das Verhältnis gesetzt und hat halt auch gemeint, dass es eigentlich eine ziemlich unvergleichbare Situation ist, weil, ja, wir haben halt mittlerweile die Möglichkeit, was dagegen zu tun. Wir wissen deutlich mehr als die Leute früher, selbst die Universitäten früher, das war halt das Krasse, also damals hat er noch zur Zeit eine Pest geredet, okay, aber ich glaube auch zur spanischen Grippe war das alles noch nicht ganz so klar. Und gerade zu Zeiten zur Pest, meinte er, wussten die Leute halt quasi gar nichts, da haben sie immer noch geglaubt, dass man irgendwie, dass solche Krankheiten eben von der Mondkonstellation kommen und was weiß ich und sowas wurde halt ernsthaft an Universitäten studiert, wo man sich heute denken sollte, okay,
Was für Mongos waren das denn? Das war gängige Wissenschaft damals. Also das ist schon krass, wie hoch die Diskrepanz da zwischen dem jetzigen und dem damaligen Wissensstand so ist. Oder war. Allein das ist schon mal eine krasse Sache. Aber was er auch gemeint hat, ist, wenn man jetzt mal überlegt, was eigentlich so als Ursache der Pandemie gilt, wenn man der These glauben mag, dass es von diesem Tiermarkt kam zum Beispiel, die ja immer noch nicht bestätigt ist an der aktuellen Stelle. Nichtsdestotrotz kann man sich fragen, ist das so? Und dann würde es halt auch ganz klar dazu führen, dass man sich fragen muss, gerade zur Prävention zukünftiger Pandemien, ob unser Umgang mit der Natur, mit Tieren überhaupt noch ja, zeitgemäß ist. Und den muss man auf jeden Fall hinterfragen, weil das ja mehr oder weniger unser Auslöser dafür ist. Und auch ja, in der Fleischindustrie ist es ja auch gezeigt worden, das ist übrigens auch ein Wurm, den wir schon Ewigkeiten hätten mitnehmen können. Genau zu sein, nachdem wir einen Double Jump hatten? Nee, nachdem wir einen Sprint hatten. Genau. Sprint und da wäre es gewesen. Mit Wall Jump auf jeden Fall, aber ich glaube auch ohne wäre es gegangen. Also das hier auf jeden Fall. Hier hatten wir zum Glück nichts mehr. Dann gehen wir einfach nach rechts durch und dann nach unten, würde ich sagen. Genau.